Ich kann mit euch mal in die politische Verhandlung. Ja, noch 9 Jahre. Jetzt, wir könnten sozusagen ein Hausgebäude bauen, aber ich denke, wir bauen es einfach auf. Canis Mesomalis, das ist eh ein großer Planet. Da haben wir ja auch Platz dafür. Bauen wir halt noch hier mit den Delta-Kraftwerken. So, das ist halt doch relativ wichtig, diese Ressource, weil, wie gesagt, ihr seht ja, Zufriedenheit auf dem Planeten plus 10% und Reichsmodifikator auch plus 10%. Das ist schon ziemlich mächtig, weil natürlich dann entsprechend wir mit relativ wenig Aufwand ziemlich viel erreichen können. Und ich weiß nicht, ob es mir das deckt, also ob man auch sagen kann, okay, wir möchten das Ganze zweifach oder dreifach bauen. Habt ihr Ressource bis jetzt auch noch nicht häufiger gehabt als einmal. Dementsprechend kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber das ist jedenfalls schon ordentlich. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben doch jetzt im Endeffekt mit Empire of Ikra aus. Ja, Empire of Ikra. Und noch eben politisch. Das gefällt mir nicht. Technologisch zwar noch unterlegen, aber ihr seid wahrscheinlich immer noch unterlegen. Construction complete. Nee, jetzt eben. Aber wir sind technologisch ebenbürtig. Das gefällt mir nicht. Nee. Eventuell müssen wir noch ein paar Raumhäfen bauen. Haben wir aber schon. Hier ist noch keiner. Raketen. Weil ist jetzt unsere stärkste Ausgangslage in der Ansicht. Immer noch einen neuen Raumhafen bauen. Eben. Bringt uns halt ein größeres Schiffslimit. Wir müssen zum Beispiel abbrechen. 69. Aber wir wollen es natürlich haben. Mehr Schiffe. Wir können es uns auch eigentlich noch leisten. Also bauen wir einfach nochmal jeweils 5. Aufrüstung ist auch schon abgeschlossen. Ja, noch nicht ganz. Wir warten mal, bis die Aufrüstung abgeschlossen ist. Dauert ja jetzt nur noch 38 Tage und dann, ja, dann schauen wir mal. Getabel. Die Anhörer führen Einheimischen von Vulpes, sorgen am Rand unserer Kolonie für Unruhen. Irgendwas an der fortwährenden Präsenz, bla bla bla. Ja, finden wir raus, wohin sie gehen, hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht schon mal? Irgendwie komplett bekannt worden. Ja. Blabla. Sozialforschung und Ingenieursforschung erlangt. Optimal. Wobei, da können wir jetzt mal gucken. Nur noch 42 Monate. Nee, das wird, glaube ich, so schnell nichts. So, 20 Tage. Also, wie gesagt, man hat eben 2 Möglichkeiten, mit diesen Reichen umzugehen, die unter einer Kontrolle sind. Man kann sagen, man lässt sie komplett ignorieren, also man ignoriert sie komplett. Aber wie man gesehen hat, das führt dann irgendwann zu sowas da. Ansonsten kann man sie halt. Ships upgraded. Construction complete. Das ist nicht so viel, warum ist das so wenig? Moment. Ich kann auch daran liegen, dass die Schiffe jetzt zurzeit nicht bewegt werden, wenn wir jetzt das zusammenfügen alles. Das ist schon erstens eine ganz anständige Flotte. Und. Ja, das sind schon nur 4 plus. Ich baue, glaube ich, trotzdem mal nochmal 2. Jetzt 7. Machen wir mal 55 draus. Auf jeden Fall, Kampfstärke ist jetzt 3000. Jetzt könnten wir nochmal unser Glück versuchen mit den. Hier, mit euch. Ich denke, wir versuchen einfach mal. Das ist jetzt die Probe aufs Exempel, ob wir mit diesen Weltraumwolken klarkommen oder nicht. Und wenn wir das schaffen, können wir uns dann auch nach und nach vielleicht überlegen. Sieht aber unbe aus, der Planet. Möchte ich direkt einziehen. Ist ja ein großes, ist ja ein großer Platzfeind, ne? Also, ja. Ja, aber wie gesagt, dann können wir uns auch überlegen, dann wirklich diesen Planeten oder diese Nachbarn von uns da anzugreifen, ist auch die Frage, welche. Eventuell doch die hier. Ein kultisches Volk, schon wieder. Mhm. Kürzlich ist auf Canis Latrans eine große Anzahl Flüchtlinge des unterirdischen Alienreichs aus ihren Tunneln gestürmt und einer kleinen Armee gejagt. Sie gehören anscheinend einer Art religiösen Minderheit angegeben, an verfolgt zu werden. Sollten wir ihnen gestatten, sich unseren Kolonisten auf die Oberfläche anzuschließen, würde das die Herrscher des Reichs, aus dem sie geflohen sind, sicherlich verärgern. Würden wir der Verfolgung noch mehr aber glauben.
erlauben, dass sie wieder in ihren Untergrund zu nehmen, werden sie ohne Frage hingerichtet. Ich bin eigentlich neugierig. Kann des Ladrans, das war hier. Ja, nee, das ist mir erstmal egal, was seid ihr denn so. Ihr seid schnell wachsend. Nee, das ist nicht gut. Das ist in Ordnung. Vitalistisch, das ist nicht so schön. Pazifistisch, spiritualistisch. Gut, das war jetzt klar, weil es sind ja gläubig gewesen. Na gut, gucken wir uns später an. Jetzt gehen wir mal auf Wolkenballern. Wolken töten, so. Stell ich mir auch interessant vor. Ja. Hostile fleet engaged. Und die schießen mit Blitzen. Ja, ist gut. Blöd. Die Ausreichweite 80% gerade eben, also das ist ja auch schon etwas overpowered. Bräuchten wir ja trotzdem schon, ja, langsam los, aber trotzdem. 48, wie lange es dann dauert, 4-1. Aber dafür ist der Tarnwolken schon tot. Ja, aber die Ausreichung kaputt. Gut, Forschungsschiff. Kann ich mal überkommen. Und die Überreste einsammeln, das sind jetzt noch 47. Und wir verlieren nicht wirklich so viel. Das ist schon sehr stark. Ja, da müssen sie auf jeden Fall was machen, weil das ist ganz dezent übertrieben. Das wird vielleicht bei unseren Gegnern auch ähnlich verlaufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das sollten sie dann doch nochmal sich durch den Kopf gehen. Also ein neues Schiffchen, das können wir auch gleich mal hier bauen. Karo-Klasse, wunderbar. Dann ist halt die Frage. Empire of Ikra. Stärke 7 bin ich. Mir gefällt nicht, dass die Flottenstärke 7 bin ich ist. Nee, da müssen wir noch aufrüsten. Das ist nicht mehr. Lights End. Jo, du erforschst mal die Anomalie und dann kannst du das System erkunden. Und dann möglichst nicht in das schwarze Loch reinfliegen, weil das könnte eventuell ungesund sein. Flotte wird repariert. Flotte wird repariert. Das ist jetzt. Construction complete. Jo, was machen unsere Aliens? Nicht, das war nicht mehr so mal, das war Laden. Das ist genau. Die langweilen sich. 26%. Construction complete. Wisst ihr, erst flieht und dann gefällt es euch hier oben nicht. Das ist ja wieder typisch. Dann geht halt wieder runter, Mensch. Ich meine, wir können ja erlauben, sozusagen wieder unten zu gehen. Wir könnten sie erst versklaven, aber es will ich eigentlich nicht unbedingt. Aber wenn wir jetzt einen Raumhafen bauen würden, Kolonieschiff. Also wir könnten die jetzt nehmen, um einen Planeten zu besiedeln. Ist jetzt aber nicht so extrem sinnvoll, weil die uns jetzt nicht so extrem positiv gestimmt sind. Abgeschlossen die Reparatur. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren netten Freunden aus? Wir haben ja inzwischen das Gebäude gebaut, mit denen wir sozusagen die Laune der Bewohner verbessern können. Ist jetzt immer noch nicht so extrem prickelnd. Nee, ist noch nicht fertig, glaube ich. Was kann es wie normal ist? Jo, ach, da ist noch nicht ausgewachsen. Ach ja. Union of Ocean verwandelt Confederated Martin Colonies in Protektorat. Aha. Wir sind natürlich die einzigen Protektoratin. Ist jetzt eine gute, Frage. Nahrung war ja mehr als genug, 17, ja. Dann siehst du mal nach, analyzed. Und wir gucken uns gleich mal an, wie es jetzt aussieht. Und hier haben wir jetzt was Neues. Weltraumwolken, Blitzleitung, nicht Blitzableiter. Und regeneratives Rumpfgewebe und Physikforschung, ein bisschen was dazu gekommen. Naja. So, neuer Versuch. Und sind immer noch unglücklich. Ach, ist das traurig. Traurig. Wo ist denn das? Shima. Union of Hiroshima.
Da. Das ist wahrscheinlich das Projekt, oder? Confederate. Ja, ich nehme mal an so rum. Also das ist wahrscheinlich, ne, der Overlord von dem da, weil das andere wird keinen Sinn machen. Kann ich mit euch Diplomatie durchführen? Weil ihr seid halt... Sieht aber sehr lustig aus mit diesem Aal oder was immer das da sein soll auf dem Kopf. Also sieht nicht gesund aus. Sieht irgendwie ein bisschen aus, als wäre die Spezies ein wenig infestet. Also angesteckt von irgendeiner Krankheit. So. Erdbeben auf Khanis Lathrans. In letzter Zeit hat es auf Khanis Lathrans eine Erdbebenwelle gegeben, die in mehreren unserer Siedlungen Gebäude zum Einschuss gebracht hat. Ich habe die Vermutung, die ja unter der Tage mochten. Es waren viele Tote, beklagen, das unterirdische Alienreich kriegt gerade eine neue Höhle für eine Stadt. Das scheint die Erdbeben verursacht zu haben. Ja, ich will sie jetzt auch nicht zu sehr negativ stimmen, also. Ja, mein Gott, wir reparieren die Gebäude, die kaputt gegangen sind. Das ist ja nicht das Problem. So, wir können jetzt Anführerlimit erhöhen, aber das kostet. Niedrigen verringern. Kosten für Umsiedlungs. Dann versuchen wir mal mit den Weltraum-Pets. System Survey complete. So, abgeschlossen. Und das. Was kann man hier? Was gefunden? Das ist nicht so extrem prickelnd. Ja, okay. Nehme ich mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt hier. Extreme Gewinne verzeichnet durch. Ah, steht so nur da. Die sind umgezogen. Ich glaube, ich will mir das nochmal, ob ich die alle umziehen lasse. Wo denn? Da nicht. Da auch nicht. Construction complete. Alles Lukas. Construction complete. Da ist nichts mehr besetzt. Ziehen die alle weg? Mein Planeten nicht, die Schweine. Nahrung ist gut. Oh, nein. So. Immer noch minus 4. Nicht gut, nicht gut. Bündniseinladung. Ethia Administration. Himmlische Übereinstimmung. Ethia Administration. Ethia-Administration. Keine Ahnung. Neuer Kontakt. Ach Gott, ihr für Dinosaurier. Inquisitor. Ach, das ist wieder falsch. Inquisitor Zotz und der Rest des Religionsrates grüßt euch. Wir geben dem Cormoranti League prinzipielle Führung und unser erklärtes Ziel lautet, diese großartige Nation auf einen Weg der Lösung zu führen. Wenn ihr diesen Weg nicht kreuzt, können wir in Ruin Freundschaft leben. Ja, wir wollen eure Freunde sein. Ja, Diplomatie. Habe ich inzwischen irgendjemand, der mich hier mag für ein Bündnis? Ach, jetzt gefällt mir das so schön. So. Unterlegen, ebenbürtig und unterlegen. Das ist das. So, Hegemonie ist auch unterlegen. Das ist ja unser. Ja, okay. Hegemonieform. Ach, das ist nie. Hegemonieform Voltron-Station. Okay. Das ist in Ordnung. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Das ist. Ja. Ebenbürtig. Legen. Legen. Lächerlich. Ja, gut, das dürfte so eine Kaffeenation sein. Lächerlich, ja. Subterranische Nation, das ist halt. Ne? Ich möchte keine Diplomatie. Was? Aha. Sein, wusste ich gar nicht, dass es auch gibt. Ja. Union Forschung. Also wir sind schon relativ stark. Okay, die sind noch relativ groß. Martin-Kolonies. Das waren unsere Schneckchen da. Das hier oben, ja. Komorati. Ja gut, das ist unser Pilzreich und ihr seid auch lächerlich. Gut. Sagen. So, wir könnten gleich mal angreifen hier oben.
Ich würde sagen, wir könnten mal angreifen. Genau, nee, eigentlich könnten wir dann auch schon mal. Wie war denn das jetzt? Achso, uns wollen überlegen. 57 von 76. Wir müssten noch irgendwo mehr Credits herbekommen. Dass wir noch ein bisschen mehr Flotte bauen können. Alle darunter. Da muss es ja unglaublich schön sein. Nee, nicht da. Da. Ja, wieder Kiva. Ja, da ziehen die nächsten hin. Gut, die. Also dieser Gouverneur schaltet jetzt nach und nach diese Sektoren frei. Und dadurch ziehen halt neue Kaniden hin. Gut, ist in Ordnung. Wir sind im Kampf. Und haben noch jetzt ein Schiff verloren. Und vielleicht verlieren wir noch eins. Aber das ist nicht so wild. Ja, verloren geht. Und wir haben Admiral. Ja, das halten. Vorsichtig. Ausreichend. Plus 15%. Okay, ich denke, es ist, ja. Ist relativ eindeutig, dass wir ihn jetzt hier einsetzen werden. Nein, Potenzial Kickback. Bist du 65? Ja, nicht mehr so viel Zeit. Okay, aber ich denke, damit soll es erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt unsere Sektoren hier befriedet, sage ich mal, mehr oder weniger, von allen möglichen bösen Aliens. Aliens ist es, vor allem Amöben und komischen Wolken. Wir haben ein Protektorat gegründet, wir haben das letzte Mal schon hier was erobert. Und jetzt planen wir gerade einen kleinen Krieg gegen unsere nördlichen Nachbarn, um uns weiter nach Norden auszubreiten, dann eventuell rüber zu wandern. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Dann bis dahin.